Von euch haben mich viele Fragen und Bitten erreicht, doch mal auf die Wetterlage einzugehen, die da jetzt kommt, und zu erklären, warum die Modelle mal viel Regen rechnen und dann mal wieder keinen. Grüße Sie und grüße euch. Und einige haben Angst davor, ja sogar Angst, dass unsere Natur zugrunde geht, dass die Wälder absterben. Diese Angst, verstehe ich, ist aber nicht berechtigt und wir schauen uns das jetzt mal alles an, was da stattfindet. Und bevor wir auf die Wettermodelle der nächsten Zeit zu sprechen kommen, möchte ich euch mal ein paar Modelle oder Beispiele zeigen von ganz unscheinbaren Wetterlagen, wo im Prinzip gar nichts los war. Sowas von langweilig würden manche vielleicht kommentieren. Und diese Wetterlage brachte uns einer der schlimmsten Hochwasser, die es je gegeben hat, nämlich das Pfingsthochwasser 1999. Wir achten mal darauf, wo wir sind. Wir sind nämlich so an der Achse eines Tiefs, das allerdings sehr, sehr schwach ist. Und dann diese Lage hier, auch relativ unscheinbar. Ein paar Gewitterjäger werden sich die Hände reiben und denken, ah, da sind ein paar Gewitter drin. Richtig, 1984 gab es hier am 12. Juli das schwere Unwetter in München. Und 1984 ist für mich auch so ein bisschen der Vergleichssommer zu diesem Sommer, gerade was den Juni angeht. Und der Juni war damals sehr wechselhaft. Er brachte aber in einigen Regionen sehr wenig Regen, in anderen sehr viel. Und das ist die Wetterlage, die wir am 10. Juni haben, nach dem europäischen EZMWF-Modell gemittelt. Und da haben wir ja so einen ganz, ganz schwachen Sack. Südlich dieser Linie ist es meist trocken und heiß, nördlich dieser Linie ziemlich kühl und wir liegen genau dazwischen, wo es gute Chancen auf Regen gibt. Das amerikanische GFS-Modell sieht das Ganze ähnlich und wenn wir jetzt noch eine knappe Woche weitergehen, dann sind wir bei Mitte Juni. Also da haben wir schon das erste Sechstel des Sommers rum, wo uns ja gedroht wurde, dass das der große und heiße Dürresommer überhaupt wird, der schlimmste, den es je gegeben hat, und auch der Juni soll ja so heiß werden. Ist nach den Modellen nicht so der Fall. Und jetzt analysieren wir das mal. Wir nehmen diesen Trog, das ist dieser Sack an feuchter und kalter Luft, und teilen den mal auf. Hier liegt die Achse, hier liegt die Zone zur heißen Luft und hier liegt die Zone zur sehr kühlen und trockeneren Luft. Und wenn wir jetzt einfach mal ganz profan die Wettersymbole drauflegen, unter dem Hoch ist es sonnig, am Hoch gibt es die ersten Wärmegewitter, hier Unwettergefahr, hier die große Regengefahr, wir erinnern uns an Pfingsten 99 und hier auch Schauer, dahinter baut sich das nächste Hoch auf, noch wenige Wolken und dann geht das Ganze wieder los, bevor es ins nächste Tal geht. Und wir befinden uns eben mitten in diesem Kreis drin und der dreht sich eben gegen den Uhrzeigersinn. Was gibt es noch für Gefahren? Auf der Seite des Kreises haben wir die größte Unwettergefahr und auf dieser Seite des Kreises haben wir übrigens auch die größte Gefahr von 5b-ähnlichen Wetterlagen, die uns am Nordstau der Berge sehr viel Regen bringen könnten. Wir erinnern uns an 2002 oder auch 2005. Und hier sind wir mittendrin in den nächsten rund 2 Wochen. Das bedeutet, es wird keine Trockenphase geben. Die Niederschlagskarten, die wir allerdings haben, die sind ab der Mittelfrist komplett unbrauchbar. Zeigen die Berechnungen mal so gut wie kein Regen, dann ist das richtig mit diesem Modelllauf und dieser Interpretation. Berechnen die Modelle viel Regen, dann ist das auch mit diesem Lauf und dieser Interpretation richtig. Die Wetterlage bleibt dieselbe, die Chancen sind hoch. Hitze ist nach dieser Lage nicht in Sicht. Dürre ist auch nicht in Sicht. Jetzt unabhängig davon, ob es 10 Liter regnet oder 200 Liter. Und die Chance auf Regen ist gegeben. Und zumindest ein Sechstel des meteorologischen Sommers sind dann bis Mitte Juni rum. Wir können also als Fazit zusammenfassen, in der nächsten Zeit tut sich etwas in Sachen Regen. Wie viel da kommt, wann das kommt, ob das Schauer und Gewitter sind oder mal für 2 Tage Landregen, können wir jetzt nicht sagen. Aber Fakt ist, wir sind in diesem Kreisel, den ich hier aufgezeigt habe, drin und der bringt dann eben die Chancen. Keine Angst.